liebe Zuschauer zu Hause, seid neidisch, hier kocht die Halle. Und zwar sowas von. Kneift wird natürlich außen. Tja, keiner macht die Ironman-Taktik. Ironman-Taktik? Ja, genau, alle in eine Reihe stellen und dann auf eine Zeit los. Wir sind einfach drauf, so als wäre es hier egal, scheinbar. Jedenfalls bei Attack. Alternate macht auf jeden Fall den ersten Knife-Kill. Scorpion kontert jetzt und M&L holt nach. Ich glaub, schön. Das war ein Snowguard holt hier einen Knife-Kill nach dem anderen und da haben sie sie. Ja, M&L hat wahrscheinlich die Runde entschieden mit seinem einen Stich in den Rücken. Der dann direkt einen Gegner aus dem Spiel genommen hat. Tja, jetzt wollen wir natürlich mal schauen, wie das Ganze hier weitergehen wird. Snowguard startet jetzt hier als CT. Gleicht also somit den vielleicht nicht ganz so krass vorhandenen Skill-Faktor wieder aus durch den Anfang auf CT. Ja, wobei Snowguard ist eigentlich das, was wir in den PCWs damals immer gegen sie auf Nuke gespielt haben, ziemlich ausgeglichen auf der Map. Also die Rundenverhältnisse von CT und T. Die spielen auch ein bisschen komisch als CT. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch machen. Das hat gegen uns zumindest nie so gut geklappt, dass sie die Halle halt auf Retake decken und zwar so gut wie jede Runde. Das haben sie dann gegen MTW, meine ich, auch versucht. Oder gegen SK haben sie das versucht und ja, Tornado Tony hat sie dann im Alleingang zerstört. Ja, ja gut, Tornado Tony. Ich wollte ihn eigentlich auf diesem EFNG nicht ein einziges Mal ansprechen. Jetzt habe ich den Namen gehört und ich bin schon wieder zum Kotzen. Aber naja. Möge er in Frieden keine EPS mehr spielen. Hier sehen wir die Snogger Dragons nochmal beim gegenseitigen Mut machen. Vielleicht werden hier auch noch mal so die ein oder andere Taktik zugeflüstert. Oder man hat sich einfach noch mal lieb. Bestimmt kommt da noch ein Kampfschrei. Ja. Oh. Und jetzt sind die Fans an der Reihe. Ja, die Alternate-Fans hört man auf jeden Fall mal gut dagegen grölen. Da muss Snowguard noch ein bisschen was machen, glaube ich. Jawohl, genau so muss es klingen. Das sind IFNGs, die wir nicht vergessen. Ja, mir wurde vor dem IFNG auch schon ein T-Shirt angeboten, von Alternate, glaube ich. Mir wurde eins von Snowguard angeboten, ich habe es auch schon überlegt. Und es geht los, Ladies and Gentlemen. Runde Nummer 1 zwischen Team Alternate und den Snowguard Dragons. Und wir wollen uns natürlich mal anschauen, was die Jungs hier so machen. Oh, Snowguard. Sehen erstmal über außen, zu dritt, hoffen ja, sie. Und da werden sie auch was treffen. Und M&L direkt ganz vorne den Frag gesetzt. Ja, jetzt gegen muss Felix. Den Refrag machen. Schafft er nicht. Und sie gehen auch weiter. Jetzt gehen sie auch zurück, oder? Ja, müssen zurückgehen. Ja, mal schauen. Alternate rüstet sich währenddessen wohl für den Go in die Halle. Julian steht da schon mit der Flash, glaube ich, bereit. Und sammelt sich an der Tür. Oh, wird ein Türgo, müsste dann runtergehen. Oben ist zu gefährlich, weil drei Leute oder mehr Ja, aber Dünn, er steht halt hier schon im Schacht und macht dann noch direkt Black G7 weg. Ja, sehr schön, er macht noch einen. Und Tugux mit dem nächsten. Und jetzt ist es halt nur noch Julian, der Flasher von gerade eben. Und da ist M&L und macht die First Round. Ja, ganz nette Variante von Snowguard. Da zwei in die Schächte zu stellen und drei über außen. Hat gut funktioniert. Wäre Attex jetzt Rampe gegangen, wäre es wahrscheinlich komplett in die Hose gegangen, aber haben sie Glück gehabt. Ja, soweit richtiger Read. Glückwunsch an der Stelle hier für Snowguard. Wichtig, Knife Round gewonnen, First Round gewonnen. Tugux erst einen Frag, er hat mir eben versprochen, dass er heute Rage-Modus macht. Ja, ich glaube, das verspricht er immer. Ja, okay. So, Solek jetzt mit der Bombe hier schon im Radioraum vorgedrungen. Scorpline währenddessen an der Rampe zusammen mit M&L, den R, Tugux. Und MT decken da wohl die Halle und Alternate konzentriert sich aber eher hier
aufbautechnisch für die Halle. Mal gucken, was hier passieren wird. Wir sehen auch viele Deagles. Ja, wenn sie eine Flash haben, könnten sie jetzt einen Split spielen, weil zwei schon direkt vor der Main sind. Und von Snowguard hat, glaube ich, niemand außen. Ja, genau. Die könnten sogar unter das Cat kommen. Scoreplan schaut jetzt gerade kurz aus. Jetzt hat er einen gesehen. Und er hat auch einen in Mac reinlaufen sehen. Wurde selber wahrscheinlich nicht gespottet. Hat auch nur die USP. Mal schauen, was dieses Duell dann hier bringen wird. Ja, aber er weiß, wo Julian ist. Also er nimmt ihn genau an. Jetzt ist Julian raus, ohne dass er es gesehen hat. Felix schon komplett in der Main drin. Das wird jetzt interessant, was er macht. Und die Snogger Dragons stehen hier auch schon für die Counter-Flash. Main ist drin. Felix, den muss er haben. Und da gehen sie jetzt hier erstmal nacheinander down. Und Dünn R, Bratz hier durch. Black G7 mit der Deagle ganz gut unterwegs. Tukux macht zwei und Scorpion hilft mit. Ja, trotzdem zwei Waffen abgegeben. Also es war nicht so schlecht von Attex. Sie müssen ja jetzt eh noch eine Deagle-Eco machen, da sie die Bombe nicht gelegt haben. Ja, die Frage ist, ob sie eben Deagle spielen werden oder... Jawohl, da sind wir eine Deagle, zwei, drei, also auf jeden Fall... Solek hat auch schon eine Flash gekauft, also vielleicht machen sie was Interessantes. Bombe kriegt er auch. Hat aber den zweiten Spawn, also irgendwie so eine Geschichte wie... Eine Schachkombination wird es nicht geben, jetzt geht er hier Richtung Rampe. Ja, es wird wieder langsam gespielt. Ah, nee, Black ist schon im Schacht mit der Bombe. Und er holt einen. Oh, und er macht einen ganz stark. Aber er ist alleine unten. Jetzt muss natürlich über Rampe machen. Rampe mit Push. Und Scorpline mit zwei AWP-Frags. MNL währenddessen. Oh, jetzt geht er von außen down und Julian hat sich die AWP gepickt. Ja, das ist natürlich gefährlich. Wenn er die AWP hat, dann kann es gefährlich werden. MNL aber schon unten hier und zielt jetzt erstmal Schacht ab. Also er kann den Spot erstmal richtig safe. Und Black muss den Frag machen und die Bombe ist down. Ja, Felix Toxic. Felix ist da und Felix kommt und macht den Frag. One on two jetzt. Deiner von der Rampe. Und er macht Frag Nummer. Nein. Nee, immer noch nicht. Julian zielt. Und Julian zielt. Nicht mehr, ist glaube ich hinter der Kiste. Das weiß er, zielt ihn noch an. Ja. Und er hat sich verziehen können. Julian geht jetzt aber mit der Bombe nach oben. Oder nein, Julian aimt mit Arm. Und Julian holt ihn einfach! Ja, starke Eco von Alternate. Julian hat es im Endeffekt gerichtet mit seinen zwei Frags. Guter Spawn jetzt hier für Alternate. Zwei Leute ziemlich weit vorne. Nee, für Felix und Kovacs. Aber ich denke, die werden nichts riskieren, weil Snowguard Eco hat. Und das müssen sie auch wissen. Eventuell werfen sie beide eine Anti-Nate-Rampe. Wir sehen zwei Rampe, zwei Cat, einer wahrscheinlich Main oder halt außen. Und wir sehen natürlich auch die Deagles hier auf Seiten von Snowguard. Genau, Attex macht das ganz vorsichtig und auch gut so. Riskieren erstmal nichts, setzen einen Sandsäcke, der Rest deckt ganz def ab. Ja, auch Julian ist super defensiv hier, noch an der T-Base. Der kann Tugux also echt warten, bis er schwarz wird. Ja, ich denke mal, Attex wird dann auch Richtung Rampe aufbauen. Gegen die Eco. Ich glaube nicht, dass sie alle reingehen. Okay, sie entscheiden sich doch für alle, so wie es aussieht. Cat wird gesmoked. Ist natürlich interessant, wie Snowguard jetzt reagieren wird. Vor allem Alternate konnte nicht wirklich Informationen ziehen über den Aufbau von Snowguard Dragons. Jetzt kommen die Flashes für Halle und MT wird da ziemlich schnell down gehen, denke ich. Dünner im Schacht. Nein, hat sie immer noch nicht gesehen. Jetzt. Oh, starker Frag von Zolek. Und jetzt ist MNL da, hat die AK gepickt. Ah, da macht den aber nicht, aber Tugux von hinten, hinterm Schacht. Nein, von Main ist er. One on two. Er hat noch 100 HP, jetzt nicht mehr. One on two konnte der HE gut ausweichen. Die Bombe ist im Moment erst im Besitz von Julian gelangt und jetzt muss Tugux irgendwas machen. Also jetzt muss Tugux den Rage-Modus rausholen, den er versprochen hat. Jawohl, Nummer 1, one on one jetzt gegen Julian. 9 HP noch für Julian, 9 HP. K gepickt. Also Tugux, da liegt das Dev-Kit. Oh, das war nicht gut gemacht von Tugux. Er weiß, dass Julian low HP hat, da muss er durchziehen. Jetzt wird Julian auf jeden Fall hingehen. Und ja, stark gemacht. Oh, Julian geht nicht hin. Julian geht nicht hin und da holt Tugux die Runde! Das war nicht gut gemacht von Julian. Die Bombe hat schon so schnell getickt. Da hätte er hingehen müssen. Er hat es, glaube ich, falsch eingeschätzt. Ja, jetzt holt Snowguard die Eco.
Er war durch Bombe gelegt und 1400 kriegen sie ja noch. Können sie noch mal kaufen. Ah, das ist natürlich unglaublich bitter hier für Alternate, dass sie die Runde abgeben. Aber Julian auch. Ja, ist jetzt ganz wichtig, dass sie die Runde holen. Sehr, sehr defensiv gestanden. Ne, immerhin, die Bombe war gelegt. Snowgard spielt es jetzt noch gar nicht auf Retake. Also komplett in der Halle, jede Runde bis jetzt. Aber was interessant ist, die decken außen ganz defensiv. Also Scorpion steht da im Fenster. Gox macht zwei und in der Main. Keine Ahnung, ob er den dritten auch noch geholt hat. Ich trau's ihm zu. Er hat den dritten geholt. Wir sind alle blind. Was ist da los? Und Tugox hat noch einen geholt. Ja, zeig gleich mal die Konsole nach der Runde. Tugox macht vier. Ja, da. Tugox killt. Ja, genau. Sieht gut aus. Und da ist Julian. Ja, mal gucken. Julian gerade eben auch schon Last Man Standing und eigentlich müsste er diese Waffe hier versuchen, in die nächste Runde zu bringen. Ist einfach viel zu teuer. Ja, schauen wir mal, wo die Spieler von Snowgard sind. Jetzt noch einmal hier. Okay. Warte, nee, so war es nicht gedacht. Was ist jetzt los? Ja, warte, das war irgendwie so ein Fehler, den hatte ich eben schon mal. Ich mache die Karte wieder weg. Ich wusste gar nicht, dass ich schalten muss. Doch, doch. Das fällt mir jetzt erst auf. Heute darf der Profi mal. Ach so, okay. Und jetzt wird Julian hier gejagt. Nein, wird er nicht, aber DNR steht hier noch ganz gut. Hat ja abgewartet. Warum geht er denn da noch mal rein? Ja, können wir mal das Scoreboard zeigen am Anfang der Runde. Tugux, also wirklich mit dem versprochenen Rage-Modus. Ja, 12-1 bis jetzt. 12-1, ja, bei Etex, Krovex und Solek, jeweils nur mit einem Frag. Ja, aber die kommen noch. Ja, auf jeden Fall, spätestens als CT dann. So, mal schauen, was jetzt hier in dieser Runde passieren wird. Wir sehen den Aufbau Richtung Radio. Beziehungsweise Felix steht jetzt drin. Also man das Gefühl irgendwie, da werden erstmal ein paar Granaten Radio geschmissen, da wird geschaut, ob Snowgard irgendwie offensiv kommt. Und Tugux, was macht der denn schon wieder da, Mann? Macht schon wieder zwei Frags. Ja, die Tür weg. Aber Attex spielt bis jetzt auch die Ekos immer langsam und auch die Waffen unten. Noch gar nicht jetzt schnell von Attex gesehen. Wo geht's denn? Nein, die letzten beiden sind Radio. Kriminell jetzt. Bleibt noch oben und holt wahrscheinlich rein. Und jetzt vielleicht, jawohl, Felix macht noch den Frag. 59 HP übrig. Jetzt spielt er gegen die Ava Untercat, gegen Scorpline. Der schießt nicht. Oh, und Tugux kommt gerade von unten hoch, die Rampe. Also der wird ihn sich gleich auch noch holen. Jawohl, der macht auch den letzten Frag dieser Runde und auch diese geht wieder auf sein Konto. Fünf zu 1, Alternate muss sich hier was einfallen lassen. Ja gut, das Spawn jetzt bei Attex, glaube ich, gewesen. Das sieht auch nach was Schnellem aus Richtung Halle. Ja, wahrscheinlich die Smokes hier gerade für Cat gesehen. Black will ja, es wird eine Halle Rush-Zeit hier, drei Pommes. Oh, der hat Main nicht holen können, oh, geht direkt durch am Gelben. Felix, wichtiger Frag, schön. Und da ist die High. Noch einer der Main, der ist schon low. MNL muss jetzt hingehen, 1-on-5. Er muss jetzt mindestens drei Leute holen, damit er noch was machen kann. Ja, und Felix holt den letzten Frag dieser Runde. Da ist Alternate, es geht doch.